بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، بذمة بوخ، العربية بين يديك، الوحدة السادسة، الصلاة، الدرس الثاني والخمسون. Natürlich habe ich einen Hund, der gerne auf YouTube sein möchte und deswegen bellt er die ganze Zeit. Subhanallah. Wir fangen dann mit unserer Lektion an. Al-Kalamu. Ich hoffe, es stört auch nicht so viel. Nein, das ist Hintergrund. Al-Tadribu al-Awwal. Okay. Al-Tadribu al-Awwal. Tabadal al-Hiwara ma'a zamilika kama fil mithalain. Tausche den Dialog aus. Wir haben heute, Alhamdulillah, sehr viele Brüder, die dann eben mitmachen können. Fil mithalain. Al-Mithal yaqul. ألف أنا مسافر إلى مكة إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى المدينة إلى أين أنت مسافر؟ Und dann haben wir eben في الأسفل عندنا في الأسفل wir haben unten تركيا Türkei مصر Ägypten سوريا Syrien und Pakistan. Wir können dann so eine Kette machen. Eine Silsila nennt man das auf Arabisch. Dann fange ich zum Beispiel an, eine Musafirun ila Mekka und dann der Bruder Hassan und dann der Bruder Shahriya und dann unser Bruder Adam. طيب, ana abda, ich fange an. Ana Musafirun ila Mekka. Ila aina anta Musafirun, ya Hassan? Ana Musafirun ila al-Madinati. إلى أين أنت مسافر يا شهرية؟ أنا شهرية أوكي. أنا مسافر إلى تركيا إلى أين أنت مسافر يا آدم؟ أنا مسافر إلى مصر. اسألني يا آدم. نعم. نعم. إلى أين أنت مسافر؟ نعم. أنا مسافر إلى مصر. إلى أين أنت مسافر يا حسن؟ أين مسافر؟ أنا مسافر إلى سوريا. إلى أين أنت مسافر يا شريا؟ أنا مسافر إلى باكستان. نعم. باكستان also ب باكستان. Genau. Die Araber haben Probleme mit dem P und wir haben ein bisschen Probleme mit dem B. eine kleine Anmerkung nochmal zu dem Wort Musafirun, damit wir das uns nochmal so auffrischen. Musafirun ist Ism Fa'il. Ism Fa'il bedeutet derjenige, der das macht. Also der Wanderer, der Reisende, der Lehrende, der Unterrichtende, das sind alles Nomen von der Person, die das macht. Und wie holt man diesen Ism Fa'il heraus? Indem wir den Mudara als erstes herausholen. Also wir wissen erstmal den Mudara, die Gegenwartform, Yusafiru. Und dann fügen wir einfach ein Mim hinzu. Und der vorletzte Buchstabe hat ein Kesra. Musafirun. So. Bei einigen Wörtern kann man auch noch den Fetha oben geben. Was ist es dann? Ism, Ism Fa'il, Ism Maf'ul. Ism Maf'ul. Ism Maf'ul bedeutet was? Maf'ul bihi, was bedeutet? Alladhi waqa'a alayhi al-fi'l, also auf das, wo der Verb gefallen ist. Also mit ihm wurde das gemacht. Zum Beispiel, ich habe jetzt nicht so etwas Spezielles vorbereitet. Masajid. Masalan. Nee, das nicht. Weil das ist ein Kesra. Wir möchten ein Wort, ein Ism Mef'ul, was die gleiche Waage hat, also Musafir, so Mim und dann ein Buchstabe und dann Elif und dann zwei Buchstaben,
Und der vorletzte hat dann ein Fetha. Safara, also ich das ist mein Fehler. Ich werde inshallah, wenn ich etwas finde oder wenn mir etwas einfällt, das dann erwähnen. Okay. Wir gehen dann als nächstes نذهب إلى التمرين أو المثال الثاني. Oder eine Anmerkung noch, weil das du das letzte Mal Ja, bitte. erwähnt hattest. Bei einigen Verben ist es doch so, dass der Wasen da anders ist fürs Ismfall. Da hast du Zahaba, Zahibun. Genau, das ist als auch eine Beispiel schöne gegeben. Sache, die du erwähnt hast. Genau. Musafirun, deren Infinitiv, Masdar, ist Safara. Also der Infinitiv ist was? Immer in der Vergangenheit, in der Er-Form. Also in der dritten Form, Safara, er ist geflogen. Und Safara hat vier Buchstaben, Sin, Elif, Fa und Ra. Und deswegen ist dann die Regel bei einem Verb, was vier Buchstaben hat oder fünf Buchstaben hat oder sechs Buchstaben hat, und das ist das Höchste, dass wir dann in die Gegenwartform das umwandeln und dann nachher eben ein Mim am Anfang und den vorletzten dann ein Kessra. Mir ist jetzt auch gerade ein Beispiel gekommen, und zwar Darrasa, unterrichten. Er hat unterrichtet, Darrasa. Die Gegenwart ist Yudarrisu. Der Ism Fa'il ist was? Mudarrisun, der Lehrer, der Lehrende. Mudarrisun. Okay. Was unterrichtet wird, das ist dann Ism Mef'ul. Mudarras. Mudarras. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel istakhdama. Istakhdama. Sechs Buchstaben. Hier müssen wir genauso in der Gegenwartform das umwandeln als erstes, konjugieren. Und dann sagen wir yastakhdimu. Jetzt glaube ich, ist es für einige schwer, das irgendwie zu konjugieren. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich an die Wörter, also man lernt dann immer mehr Verben. Deswegen sollte man ein Vokabularheft machen, vorbereiten. Und dann immer zum Beispiel, wenn man ein Verb lernt, wie ist es dann in der Gegenwart? Wie ist es dann in der Befehlsform? Jetzt haben wir gesagt, istakhdama, yastakhdimu, benutzen. Ist im Fall ist was? Wer kann es mir sagen? Nastakhdimu. Nastakhdimun. Yastakhdimu, wir müssen den ersten Buchstaben, also den Ya, mit einem Mim umwandeln, austauschen. Und den vorletzten dann ein Kessra geben. Und ist das Mim, das, also die, der Vokal nach Mim, ist das U immer oder also Mu, Mustakhdimu? Genau, der Mim hat immer einen Dhamma. Mustakhdirun? Ganz nah, Mustakhdimun, genau. Mustakhdimun. Und das ist dann eben der Benutzer. Also wenn wir zum Beispiel uns einloggen möchten und dann haben wir Passwort und Benutzername. Hier haben wir dann auf Arabisch Mustakhdim. Ism al-Mustakhdim, der Name vom Benutzer. Das Benutzte, wer kann mir das sagen? Ist das genau das Gleiche, nur den vorletzten Buchstaben geben wir den Fetha. Mustakhdamun. Genau, Mustakhdamun. Das ist dann eben Ism Fa'il und Ism Maf'ul. Kann sein, dass es vielleicht ein bisschen schwierig ist noch, aber mit der Zeit, inshallah, gewöhnen wir uns daran. Weil der Bruder Hassan noch gesagt hat, mit dem vier Buchstaben, fünf Buchstaben, sechs Buchstaben, dass das so ist. Bei den drei Buchstaben, da muss man immer im Wörterbuch nachschauen. Also es gibt da schon einige Regeln, aber diese Regeln sind genauso wie im Deutschen, wenn man den Plural herausholen möchte. Also im Deutschen, wenn man den Plural herausholen möchte, da muss man immer schauen, ist das jetzt ein Fremdwort, ist das jetzt, mit was endet das am Ende und so weiter. Und beim Arabischen ist es genauso. Spielzeug, ich selbst habe das nicht gelernt. Also ich selbst
habe das eben mit dem vielen Benutzen der Wörter, habe ich das dann so gelernt, dass ich dann weiß, das ist der Masdar von dem hier. Und auch die Lehrer bei uns haben immer gesagt, schaut einfach im Wörterbuch nach. Einige sehen ähnlich, aber trotzdem sollte man, also lernt man das irgendwie mit der Zeit, mit dem Benutzen der Wörter. So, jetzt glaube ich, können wir runtergehen. Heute werden wir einiges über Grammatik lernen. Al-Misal B. Usalli al-Jum'ata fil Masjid al-Haram. Ich bete das Freitagsgebet und hier wiederhole ich. Oder hier möchte ich jemanden fragen. Oder wer kann mir sagen? Hier hat man gesagt al-Jum'ata. Al-Jum'a bedeutet eigentlich Freitag. Also sowas wie ich bete Freitag. Wer kann mir sagen, warum das so ist? Weil das ist maf'ul bihi. Nee, man sagt ja nicht, ich bete Freitag. Man sagt eigentlich, ich bete das Freitagsgebet. Aber hier steht eigentlich der Tag oder im Freitag. Niemand? Im Kontext vielleicht. Also man, man versteht automatisch, dass das das Freitagsgebet ist und nicht der Freitag selbst gemeint ist. Da ist ein Wort versteckt. Du bist ganz nah. Okay, dann sage ich das. Usalli salat al-jum'ati. Also ich bete das Freitagsgebet und Salah ist weg. Das hat man eben dann gelöscht, weil man automatisch weiß, Freitagsgebet. Man weiß, dass es nicht hier Yom al-Jum'ah zum Beispiel gemeint ist. Usalli Yom al-Jum'ati. Nee, Usalli salat al-Jum'ati. Genauso im Koran gibt es sehr viele Wörter, die versteckt sind. Zum Beispiel in Surat al-Kahf. Ich glaube, ich habe das schon am Anfang einmal erwähnt, wo der König da war, der diese Schiffe alle nimmt. Und Khidr a.s. hat es dann eben zerbrochen oder hat eben da etwas gemacht, damit es eben nicht fahren konnte. Und hier wird dann gesagt, وَكَانَ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ. Und er hat jeden Schiff genommen, was eigentlich unlogisch ist, weil er würde jetzt kein Schiff nehmen, was kaputt ist zum Beispiel. Und deswegen ist hier dann ein Wort versteckt, und zwar وَكَانَ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ, was nützlich ist, was gebrauchbar ist. Und solche versteckte Wörter sind öfters im Koran vorhanden. So. Also, Ujazakum. Eine Frage habe ich dazu, Bruder. Ja, ja bitte. Wenn jetzt Salah ist da, ist weggelassen, ne? Dann ist eigentlich auch, ist das gar nicht maf'ul bihi jumu'ata, sondern das Salah, ne? Das Salata wäre dann eigentlich. Genau. Wenn wir jetzt usalli salatal jum'ati, dann wäre salata maf'ul bihi und jum'a wäre dann mudaf ilayh. Aber weil wir es gelöscht haben, wurde dann al-jum'ata automatisch dann zu maf'ul bihi. Jazakallah. Jazakum. طيب أصلي الجمعة في المسجد الحرام. Wie man so im Ägyptisch so sagt, نخش في الموضوع. Wir gehen direkt ins Thema. نخش في الموضوع. أين تصلي الجمعة يا حسن؟ أصلي الجمعة في المسجد النبوي. أين تصلي الجمعة يا أح شحري شحرية؟ عفوا أخي. أصلي صلاة الجمعة أصلي صلاة الجمعة في مسجد بلال تمام أين تصلي الجمعة يا آدم؟ أصلي جمعة في المسجد عثمان. أحسنت في مسجد عثمان. نعم. أين أنا أصلي الجمعة في مسجد ياسر. وأين تصلي الجمعة يا حسن؟ أنا أصلي جمعتي في مسجد سوكن. سوكي نعم
في مسجد السوقي. نعم. سوق بدايه ماركت. نعم. طيب. أين تصلي الجمعة يا شهرية؟ أصلي صلاة الجمعة في صلاة صلاة الجمعة في المسجد. صلاة الجمعة. صلاة الجمعة في مسجد عمر. أحسنت. أين تصلي صلاة الجمعة آدم؟ أصلي الجمعة في المسجد علي. في مسجد وأين علي. تصلي الجمعة؟ نحن هكذا انتهينا. وزن جيت فاتشلو. أوكي. أحسنت يا آدم. هي نكتان عن ما يكون أصفى مسجد إيماك تو مسجد دا نت من اسم مكان. أسكبت أوخ تن أوتس أولا. يا أوتس وات. Und dieses Zeitwort. Und dazu sagt man zum Beispiel Ism Mekan und Ism Zaman. Und das ist dann eben so in dieser Form bei Masjid. Ihr werdet dann merken, Masjid zum Beispiel ist ja ein Ort und deswegen hat es eben diese Form. Fußballplatz. Mel'ab. Ihr merkt, Mel'ab. Wir haben hier auch wieder ein Meme am Anfang. Und dann nachher von La'iba, was Spielen heißt. Mel'ab. Diese drei Buchstaben dann hinzugefügt. Natürlich, der vorletzte hat dann ein Fetha. Das ist nicht Short, das ist keine Bedingung. Es kann Kesra haben, es kann Fetha haben und auch manchmal Sommer. Je nachdem, in welcher Waage das ist, in welchem Wesen das ist. Wir haben zum Beispiel Masjid, Mel'ab, Mat'am. Mat'am heißt Restaurant. Somit habe ich euch jetzt drei weitere Wörter gegeben. Weitere kann ich jetzt, habe ich jetzt nicht mehr drauf oder habe ich jetzt nicht parat. طيب. ننتقل إلى الصفحة التالية. التدريب الثاني. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. لدينا كلمة العصر وكلمة البيت. هذا أذان العصر. Das ist der Gebetsruf zum Nachmittagsgebet. Hayya bina ila al-masjidi. Los geht's zur Moschee. Ana usalli fil bayt. Ich bete zu Hause. Salli fil masjid. Bete in der Moschee. Hier merken wir, salla in einem Infinitiv hat ein Sort. Ein Lam. Ich wünsche, ich könnte euch das zeigen. Und ein Elif Maqsura, also was wie ein Ja aussieht, keine Punkte hat. Und das ist dann Elif Maqsura. Der ganz normale Elif nennt man Elif Memduda, ausgedehnter Elif. In der Gegenwartsform heißt es dann Yusalli. Wir haben dann den Elif El Maqsura zu einem Ja gemacht. In der Befehlsform, männlich, heißt es dann Salli, ohne Ja. Der Ja geht weg. Oder der Elif al-Maqsura geht weg. Wenn ich aber die eine Frau ansprechen möchte und sage, bete, also du Frau, dann sagen wir Salli. Dann kommt dieser Ja nochmal zurück. Betet Sallu. Das ist jetzt, was ich jetzt gerade drauf habe. Salli, Salli und Sallu. Und bei Solli, wenn man eine Frau anspricht, Solli, dann zieht man das ein bisschen in die Länge. Ist das ein Ja oder ist das ein Alif Maqsura? Das ist dann ein Ja. Solli. Weil Alif Maqsura hat den Sinn, dass der Buchstabe davor ein Fetha hat. Also Fatha genauso wie Alif Memduda. Also Fetha wird ein bisschen länger gedehnt. In der Vergangenheit. Solla. Und in der Befehlsform, weil es ein Ja ist, sagen wir Salli, wird es in die Länge gedehnt, weil es ein Ja ist, mit Kesra. Jazakallah. Jazakallah.
الآن الأخ حسن، الفجر والشقة. هذا أذان، طيب ماشي. هذا أذان الفجر، حي بنا إلى المسجد. أنا أصلي في البيت، صلي في المسجد. لدينا هنا شقة وليس بيت. أوكي، هذا أذان الفجر، هيا بنا إلى المسجد. أنا إلى أصلي الشقة. في الشقة. أوكي، اسمع الفيلم. War falsch, Bruder? Muss eigentlich sein, anstatt Masjid muss Shaqqa kommen, oder? Nee, du hattest recht. Hayya bina il masjid, ana usalli fi shaqqa. Okay, war mein Fehler. Und dann salli fi il Masjid. Das ist dein letzter no. Satz, ne? Tamam. Al-akh Shahriya, al-dhuhr wa al-madrasa. Hadha adhanul dhuhr, oder dhuhri. Naam. Hayya bina il masjid. أنا نعم. أصلي في المدرسة. صلي أوكي. صلي في المسجد. طيب. زاك مان هما المدرسة. مدرسة. كنو. بعد دي بعد دال مش ديك هم أنفع. أوكي. Also kein. طبعا إنجي زو مدرسة. أوكي. مدرسة. أوكي. طيب. الآن أخونا آدم. المغرب والغرفة. هذا أذان المغرب، هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في الغرفة، صلي في المسجد. أحسنت. طيب الأخ حسن، العشاء والبيت. هذا أذان العشاء، هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في البيت، صلي في المسجد. أنا أصلي في البيت. تمام. بعد ذلك أصلي في المسجد. أصلي مش irgendwie ein Lamm gehört. أصلي da kam das irgendwie so heraus. أصلي في في البيت. So, ist richtig, ne? تمام. Eine نذهب إلى الدرس. Frage: Wollen wir die Haraka am Schluss, obwohl die am Ende des Satzes sind, immer mitlesen oder machen wir es so, dass wir da, wenn wir stoppen, dass wir die weglassen? Ehrlich gesagt, das ist Mukhayyar, also ausgewählt, jeder kann wählen. Die Araber stoppen eigentlich immer am Ende und fangen niemals mit einem Stopp an. Also zum Beispiel Sport, wir haben den S, was ein Sheen ist eigentlich, Sakin, ohne Vokal, wie man das, glaube ich, auf Deutsch sagt. Und auf Arabisch kann man sowas, gibt es sowas nicht. Also die Araber fangen nicht mit einem Stopp an und stoppen am Ende. Aber damit sich einige gewöhnen können und die Haraka wissen, können die dann eben am Ende das noch lesen. Damit sie dann wissen, okay, das ist jetzt Mudaf Ilay, das ist jetzt hier Maf'ul Bihi und so weiter. طيب الآن التدريب الثالث، wir haben noch so 14 Minuten. هات جملا كما في المثال. Gib Sätze wie im Beispiel. لدينا كلمة الفجر والبيت. أسمع أذان الفجر. Und hier können wir auch achten, wir sagen أذان. Einige sagen أذان. Das ist falsch. Also أذان ohne Verlängerung. أسمع أذان الفجر في البيت. أتوضأ في الحمام. Ich höre den Gebetsruf zum Fajr zu Hause. Ich mache Wudu. Ich nehme Wudu im Bad, في الحمام. وأصلي الفجر في المسجد. Und ich bete das Morgengebet in der Moschee. طيب. أخونا حسن، الظهر والمدرسة. أسمع أذان الظهر في البيت.
في المدرسة. نعم. أتودأ في الحمام وأصلي الظهر في الظهر. أصلي الظهر في المدرسة. في المسجد. Also das, was sich ändert, ist nur im ersten Satz, في الجملة الأولى. Okay, alles klar. Also وأصلي الظهر في المسجد. أحسنت. طيب أخونا شهري، العصر والشقة. أسمع آذان الأذان العصر، أذان أسمع نعم. آذان العصر في الشقة، أتوضأ في الحمام وأصلي الفجر في المسجد، العصر وأصلي العصر. وأصلي العصر في المسجد. نعم. أحسن. أخونا آدم، المغرب والغرفة. أسمع أذان المغرب في البيت، في الغرفة. في الغرفة، أتوضأ في الحمام وأصلي الفجر في وأصلي المغرب في الغرفة. في الغرفة أم في المسجد؟ في المسجد. أحسنت. ماشي. أخونا حسن، العشاء أسمع. والبيت. نعم. أسمع أذان العشاء. Ich wollte nur zum Wort Hammam fragen. Also Hammam bedeutet nur ein Ort, wo man sich waschen kann, oder auch wenn man zum Beispiel eine Toilette aufsucht, sucht man Hammam, oder was sucht man dann, wenn man eine Toilette zum Beispiel sucht? Ehrlich gesagt, Hammam kommt von Yestahim, Istihmam. Deswegen Bad, ehrlich gesagt. Du musst auch achten, weil du die Schette ein bisschen ausgelassen hast, dass hier eine Schette ist, Hammam. Hammam. Wenn es Hammam. keine Schette hätte, dann wäre es Tauber, Hammam. Großer Unterschied. Die nächste Sache ist Toilette. Man würde zum Beispiel Khala sagen. Weil Khala kommt, glaube ich, von Yechlu, also wo man dann alleine ist. Es gibt auch andere Orte, es gibt auch andere Namen. Also früher hat man auch Al-Mahab, glaube ich, gesagt, Al-Ra'id. Also es ist ein bisschen so eine tiefe Sache, weil die Araber, die benutzen öfters nicht direkte Wörter wie im Deutschen. Im Deutschen ist man richtig direkt und man sagt jedes Wort so bei seinem Wort, bei seinem Namen. Im Arabischen hat man öfters immer die Menschen oder diese Eigenschaften von Tieren genommen oder von irgendwie besonderen Eigenschaften. Zum Beispiel Ra'id ist eigentlich das Ausscheidende von hinten. Und Ra'id ist eigentlich auch der tiefe Ort. Warum? Wenn man aufs WC gehen möchte, wenn man auf die Toilette gehen möchte, dann geht man in einem Ort, wo es entfernt ist, wo es niedrig ist, wo es versteckt ist. Und dann hat man eben dieses Wort gesucht, Ra'id, der Ort, wo es tief ist, weil das eben der passende Ort ist, um diese Sachen zu machen. Es gibt auch einen sehr schönen Hadith, also wer das Buch Al-Shama'il Muhammadiyya kaufen kann, das ist sehr schön, ein sehr schönes Buch. Und da gibt es eine Geschichte, man möchte gerne sehr vieles erzählen, subhanallah. Wo 12 Frauen, wie ich mich erinnern kann, geschworen haben, dass sie alles über ihre Ehemänner erzählen werden. Also wie die zu Hause sind. Und der Aisha radiallahu anha hat es dann dem Propheten sallallahu alaihi wasallam erklärt. Und jeder hat irgendwie ihren Mann wie ein Tier sozusagen beschrieben. Zum Beispiel, mein Mann ist wie ein Kamel, der sehr hoch ist. Also niemand möchte eben zu ihm kommen, weil er zu hoch ist. Und er möchte auch nicht zu jemandem kommen, zum Beispiel. Die andere hat zum Beispiel gesagt, die Hand meines Mannes ist wie die Hand eines Hasens. Also so angenehm. Subhanallah.
Und jeder hat irgendwie so eine Eigenschaften mit erklärt oder mit Eigenschaften ihren Mann erklärt. Okay. Dann gehen wir zum letzten, der Bruder Hassan. Esma'u adhan al-isha'i fi al-bayt. Atawadda'u fi al-hammam wa usalli al-fajri fi al-masjid. وأصلي الفجر وأصلي الفجر في المسجد تمام مش zweite Mal den Fehler gemacht mit dem Haraka ne statt Fetha Kasra gelesen. Naja, die im Fernsehen arbeiten zum Beispiel, wenn ihr achtet, die machen gar keine Haraka am Ende, weil die durcheinander kommen. Und deswegen machen die einfach am Ende das Sukun immer. Guter Trick. Ja. At-Tadrib al-Rabi' tabadal al-Hiwara ma'a zaminika kama fil Mithal. So, besser glaube ich. Al-Mithal yaqul ayna tusalli al-Fajr? Wo betest du das Morgengebet? Usalli al-Fajr fi Masjid Tariq, in der Tariq Moschee. Wa ayna tusalli anta? Usalli fi Masjid Yasir. Und wir haben dann eben links, Ladena fil Yasar, links heißt Yasar, wa Yamin heißt Recht. Yamin. Al-Fajra, Tariq, wa Yasir. Akhuna Hassan, Al-Dhuhr, Bilal, wa Faisal. Kann man mich hören? Ich kann nicht hören. Jetzt, ja. Okay. طيب تفضل أخونا حسن الظهر وبلال وفيصل أين تصلي الظهر تصلي الظهر في مسجد البلال وأين تصلي أنت تصلي في مسجد فيصل أخونا شهريا العصر والسوق والحي أين تصلي العصر؟ أين تصلي العصر؟ أصلي صلاة العصر في مسجد في المسجد وأين تصلي أنت؟ أصلي في مسجد في المسجد الحي. تمام. Ich glaube, am Anfang, also in der Mitte war etwas verwischt oder so. Fi Masjid al-Suq. Fi Masjid al-Suq. Okay. Akhuna Adam, Al-Maghrib, Wal-Iman, Wal-Nur. Aina tusalli Maghrib? Aina tusalli Maghrib? أصلي المغرب في مسجد الإيمان وأين تصلي أنت؟ أصلي في المسجد نور. نعم. Wenn man Masjid al-Iman hört, dann kommen einige so diese Gedanken oder diese Vergangenheiten von früher. Also bei Masjid al-Iman, wenn man das hört, dann erinnert man sich öfters an die Masjid al-Iman in Damaskus, wo sich jeden Freitag am Fajr zum Beispiel, oder was zum Beispiel, jeden Fajr die Leute sich versammelt haben und dort Fajr gebetet haben. Stellt euch vor, die erste Raka jedes Mal Surat al-Sajda und dann die zweite Raka immer Surat al-Insan wie nach der Sunna. Und nach dem Gebet hatten wir dann immer Azkar al-Sabah al-Masa. Und das war eine Art, also eine ganz schöne Atmosphäre, wie dann jeder beschäftigt war, mit den Azkar zu lesen oder die Azkar zu lesen. Und dann kamen einige Leute, die dann im Kaffee verbreitet haben, also so verteilt haben, damit die Geschwister oder die Brüder dort alle wach bleiben. Und nach dem Azkar hatten wir dann auch noch Unterricht. Weil ich klein war, konnte ich nicht so viel verstehen.
Aber trotzdem war das was ganz Schönes. Auch gab es öfters Hochzeiten dort. Also der Vater ist dann dort und dann der Bräutigam. Und wir sind dann immer die Zeugen gewesen. Subhanallah. So, wir gehen dann runter zu der letzten Aufgabe. At-Tadribul al-Akhir. At-Tadribul al-Khamis. Ajib an al-Asilat al-Talia. Beantworte die kommenden Fragen. نبدأ مع أخينا حسن. هل تستيقظ متأخرا؟ أستيقظ Du möchtest früh sagen, wa? Ich bin gerade am Überlegen, ob ich den Satz zusammenbauen kann, oder? Okay, wenn du Wörter brauchst, kannst du mir gerne sagen. Aber ich könnte ja auch einfach sagen, es esteikiru mutakabbiran, oder? Mubekkiran. Mubekkiran war das Wort. Genau. Mutakabbir Na, heißt es davon noch. Mubekkiran, das hatten wir letztens, das Wort meinte ich. hochmütig. Meine Esteikiru Mutter, ja. Mubekkiran, dann wäre der Satz ja schon vollständig, ne? Genau, astayqidhu mubakkiran oder la astayqidhu mutaakhiran, kannst du auch sagen. Du kannst es einfach verneinen. Meine Mutter war einmal am Einkaufen und sie konnte auch nicht so gut Arabisch. Und sie wollte sagen, kannst du mal billiger machen. Mumkin turachis. Von Rachis, turachis. Und anstatt turachis hat sie gesagt, mumkin tachras. Tachras kannst du leise sein. Also bei diesen. Wie nennt sich das? Missverständnissen. Bei den Missverständnissen in der Sprache ist es richtig lustig, subhanallah. Akhuna Shahria, hel tasma'u Hazan al-Fajri? Hel tasmau Adhan al-Fajri? Hörst du den Adhan von Fajr? Nein. Oder la tasmau Adhan al-Fajr? Fi لا Berlin. لا أسمع أو لا نسمع Ah ja, stimmt. La asmau. La asmau. La asmau Adhan al-Fajri fi Berlin. Nein, أحسن. Hier hören wir den Azan, aber manchmal sind es ehrlich gesagt so Leute, die schreien. Also der Azan hier manchmal ist so einfach nur eine schreiende Stimme. Subhanallah. Die Moscheen, die eine schöne Stimme haben oder die einen schönen Muezzin haben, sind öfters so in bestimmten Orten, also nicht überall verbreitet. Auch diejenigen, die beten, also einige Moscheen haben auch gar keine Imame. Das sind dann eben ehrenamtliche Leute. Und die können dann zum Beispiel nicht Al-Fatiha lesen. Also bei der Fatiha machen die so Fehler. Ich glaube, ich habe auch schon einmal gesagt, die sagen zum Beispiel Allahu Akbar. Akbar ist eigentlich ein Name von einem Shaitan. Oder zum Beispiel Allahu Akbar, also ist Allah erhaben, ist Allah groß? Das ist dann eine Frage. Und somit ist eigentlich das Gebet von Anfang an ungültig. Taib. Das heißt, die Achuna Adam? Naam? machen deine Schette auch den Elif am Anfang, ne? Nicht ein Shadda, die machen ein Met. Allahu. Okay, die Shadda ist sowieso vorhanden. Allahu und Allahu. Also der Elif wird nur verlängert. Das ist der Unterschied. Achuna Adam, hel tusalli al-fajra fil bayt? Wie soll ich das sagen? Was möchtest du als erstes sagen? Betest du zu Hause oder betest du in der Moschee? Auf Deutsch. Ich bete Duhr, weil Asr im Haus. Und Fajr? Viel Beit. Okay. Dann, du sagst dann, ich bete. Was heißt ich bete auf Arabisch? Usalli.
Und dann das Morgengebet? Fajr. Nam, usalli al-fajr und dann zu Hause? Usalli al-fajr fil mas fil bayt. Genau, richtig. طيب الآن السؤال الرابع. Willst du wiederholen? Warte, was sagen? In Marokko machen die auch Adhan so. Die alten Menschen machen Adhan, dann hört sich das nicht schön an. Genau, richtig. Und es macht es gut zu hören. Und jetzt ist das viel besser geworden. Jetzt ist dann nichts mehr da. Alhamdulillah. Jetzt. Möge Allah Azza wa Jal unsere Lage auch verbessern. Nicht nur in Marokko, in allen arabischen Ländern. Amen. Mein Lehrer sagt immer so, dein, wie heißt das? Endedatum? Dein Endedatum hat sich geneigt oder ist gekommen. Okay. Das Rabia. Aina tusalli dhuhra wal asra? Usalli dhuhra wal asra fil bayt. Tamam. Shahriya. Aina تصلي المغرب والعشاء. أنا أصلي صلاة المغرب في البيت وصلاة العشاء في المسجد. والصلاة الصلاة. وصلاة العشاء في المسجد. نعم. Ebenso die Sahaba hatten besonders auf Fajr und Isha, möge Allah Azzawajal uns verzeihen, dass wir Taqsir machen, dass wir das vernachlässigen. Die haben extra auf Fajr und Isha geachtet, weil das sind eben diese zwei Gebete, die ein Munafiq sehr schwer machen kann, ein Heuchler. Und deswegen derjenige, der, also ihr müsst euch vorstellen, früher kannte man sich ja, weil in dem Hadith von Jibril, da hat man ja gesagt, als der Mann gekommen ist, haben wir von seiner Gestalt aus bemerkt, also wir kannten ihn nicht. Aber trotzdem, obwohl wir ihn nicht kannten, hat er so schöne Kleider gehabt, er war so sauber, dass er auch kein Reisender sein konnte. Das bedeutet, die Araber, die haben richtig auf das Außen geachtet. Die haben Merkmale immer gehabt, von denen die dann andere Informationen herausholen konnten. Und deswegen kannten sie sich. Das bedeutet, in der Moschee kannte man sich auch. Also wer betet Fajr und wer betet nicht? Wer betet Aisha, wer betet nicht? Und wenn es ein islamisches Land geben würde, also das richtig so nach den islamischen Gesetzen handeln würde, dann könnte man sogar den anderen verpetzen. Dass derjenige zum Beispiel nicht betet. Und dann würde er zum Richter gehen und dann würde man ihn fragen, warum betest du nicht das Morgengebet zum Beispiel in der Moschee? Sowas könnte ja nie so passieren. Also da erkennt man, dass eben der Islam nicht nur irgendwie ich alleine bin, sondern eine ganze Gesellschaft, die sich gegenseitig kümmert und der andere muss dann den anderen auch ermahnen und sagen, warum bist du nicht in der Moschee? Warum betest du nicht mit uns zusammen? Okay. Jetzt السادس أين تصلي الجمعة يا آدم؟ أين تصلي الجمعة؟ نعم. ما اسم المسجد الذي تذهب إليه؟ صلي الجمعة في المسجد. في المسجد. وما اسم المسجد؟ Das weiß ich nicht. Okay. Dann gehen wir zur siebten Frage. أخونا حسن. أنت هل أنت مسافر إلى مكة؟ لا. ما أنا مسافر. تمام. أحسنت. Oder du kannst auch sagen, lässt du Musafiran. Lass du Musafiran. Aber das ist ein bisschen komplizierter. طيب, ich habe die einfache Variante gewählt mit genau, richtig. Mutter und Khabar. Genau.
Weil lässt du, das ist von den Erfahlen Naqisa, die mangelhaften Verben. Und da ändert sich das. Der Ism von Laysa bekommt Dhamma und der Khabar kriegt dann eben ein Fetha. Ist ein bisschen kompliziert, das machen wir inshallah ein anderes Mal. Wir haben schon heute genug verlängert. Raqam 8, Akhuna Shahriya, hal anta musafirun ila al-Madina? Ich sagen, uridu musafirun ila al-Madina? Uridu safar. Was heißt Safar? Safar, die Reise. So. Weil Musafir ist ja Ism Fa'il, die Person an sich. Ah, okay. Uridu Safar ila al-Madina. Uridu Safar, es Safar. Uridu Safar ila al-Madina. Na, Ahsan. Möge uns Allah so schnell das uns allen yani, ermöglichen. Amin. Amin. Raqam 9, Akhuna Adam. Hal ladayka munabbih? نعم لدي منبه لدي منبه لدي منبه حسن رقم 10 أخونا بس حسن كيف حاجة؟ Also ich habe die Frage nicht verstanden. هل لديك hast du منبه وبك Also hast du einen Wecker. Ah, okay, hast du einen Wecker. طيب هل تعمل في الليل؟ نعم عملوا في الليل. أحسنتم. جزاكم الله خير بس من نيكس أنترشت. ربنا عافنا وعفو عنا. ربنا عافنا وعفو عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.